Okay, hoffentlich alle da, alle drin. Schön, dass Sie alle, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in diesem Jahr. Die erste Veranstaltung in 2020. Also schön, dass ihr alle hier seid. Ist ja gar nicht so einfach, hier reinzukommen. Wir sind nämlich an einem ganz besonderen Ort. Aber erstmal vielleicht ganz kurz, was ist eigentlich dieses Jugendhakt? Das ist eine Veranstaltung, die findet mittlerweile seit 2013 statt. Bei dem ersten Event, da waren so ungefähr 16 Teilnehmende, 60 Teilnehmende in Berlin. Und mittlerweile, 2019, waren es mehr als 500 Jugendliche, die in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und sogar in internationalen Projekten überall unterwegs waren und zusammen programmiert haben. Entweder mit vielen Kenntnissen oder auch mal mit wenigen Kenntnissen. Und da ist uns so ein bisschen aufgefallen, das Thema Mädchen ist immer wieder ein Problem. Manchmal sind echt wenige dabei. Und deswegen haben sich ein paar Menschen gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir dafür eine ganz besondere Veranstaltung machen? Und deswegen gibt es in diesem Jahr zum allerersten Mal genau diese Veranstaltung, auf der wir jetzt gerade sind. Und zwar Mädchen vernetzen. Also einfach mal alle Menschen zusammenbringen, die sich selbst als weiblich empfinden. Und da haben sich 32 Menschen gefunden, die hier an diesem Wochenende zusammen programmiert und gecodet haben, die entweder jugendlich waren, also im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Ich glaube, wir hatten sogar auch eine 11-Jährige dabei, also eine große Altersspanne. Und natürlich wir als Mentorinnen, wo ich dabei sein durfte, aber auch ganz viele andere und natürlich ein großes Orga-Team. Das Ziel, wir alle wollten uns vernetzen unter dem Hashtag Mädchen vernetzen und natürlich, dass wir alle auch was lernen und stärker werden und größer werden und lauter werden und deswegen noch dieser Hashtag Empowerment dabei. Das ist natürlich nicht das Einzige, was irgendwie Jugendhakt macht. Eigentlich passiert total viel das ganze Jahr lang, zum Beispiel in Fürstenberg. Da gibt es nämlich den Verstehbahnhof und da ist im letzten Jahr eines der ersten Jugendhakt-Labs entstanden, wo also tatsächlich jede Woche sich Jugendliche treffen. Und in Ulm, da gibt es nochmal das Gleiche, im Verschwörhaus und dort coden Jugendliche eben regelmäßig. Hier in NRW, da gibt es aber auch noch ein Projekt und zwar nennt sich das Hello World, das ist quasi die kleine Schwester von Jugendhackt für eine jüngere Altersgruppe, wo man so die ersten Schritte machen kann mit Robotern, Programmieren. Das heißt also, wir sind alle irgendwie so Teil einer ganz großen Familie und ganz viele von den Menschen, die das hier möglich gemacht haben, denen muss man natürlich auch einfach mal Danke sagen. Ein ganz großes Danke natürlich an die Orga, die auf die Idee gekommen ist, das tatsächlich mal in der Form umzusetzen und dies dann auch gemacht hat. Denn so ein Event ist natürlich nicht so einfach zu organisieren. Deswegen ein ganz großes Danke an Anna, Caro, Caro, Laura, Lisa, Margareta, Martina und Sabrina. Einen großen Applaus bitte für die Orga-Menschen. Dann hatten wir natürlich noch ganz viele Menschen, die ihre Nerven herhalten mussten an diesem Wochenende und vor allem ihr Wissen präsentiert haben, weil natürlich die Jugendlichen total wissbegierig waren. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Zitat, was ich so am Wochenende gehört habe. Man sagt immer, Jugendliche saugen neues Wissen auf wie ein Schwamm. Aber das muss ja irgendwo auch herkommen. Und es ist so schön, dass ich ein Teil davon sein kann. Und deswegen natürlich auch ein großer Dank an unsere Mentorinnen, Claudia, Daniela, Jasmin, Julia, das bin ich, Franzi, Lisa, Nele, Rebecca, Sophie und Zoe. Und natürlich auch nochmal ganz besonderer Dank irgendwie an Franzi und Sophie. Die sitzen nämlich gerade da hinten und kümmern sich darum, dass wir auch im Internet sind. Hallo Internet! Und nicht zuletzt natürlich unsere Teilnehmerinnen, also die, um die es eigentlich an diesem Wochenende ging und die ganz viel Neues gelernt haben, ganz viel programmiert und ganz viel gemacht haben. Für euch auch noch schon vorne ab mal einen Applaus. Wir sind natürlich hier im Forschungszentrum in Jülich in der Bibliothek und die sieht nicht immer so aus, dass man da sofort hacken kann, dass man da sofort löten kann und dass man da sofort programmieren kann. Deswegen haben wir unseren eigenen Makerspace mitgebracht,
der war da hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ist glaube ich schon größtenteils abgebaut. Ja, dass wir alle danach schön schnell loskommen. So sah es aber aus. Wir hatten total viel Werkzeug dabei, was man ausprobieren konnte. Mit allem Möglichen ausgestattet. Man sieht da oben so ein bisschen Kabel, die gesteckt wurden. Aber zum Beispiel auch solche Sachen wie die Nähmaschine. Ich habe meine Sporttasche genäht, die kaputt gegangen ist. Also wir waren wirklich top ausgestattet. Auch dafür natürlich nochmal ein Dankeschön. Eine Teilnehmerin hat gesagt, ja, wir haben auch super viel gelacht und das hat man auch gehört. Es wurde viel gesungen, es wurde aber auch viel getanzt. Die Orga hatte auch sehr viel Spaß. Ein kurzer Einblick gibt's hier. Trotz eines extrem straffen Zeitplans kam also der Spaß auch auf keinen Fall zu kurz. Wir haben übertrieben viel gelacht, trifft hier glaube ich ganz gut. Und das Ganze ist natürlich auch nicht möglich ohne ein bisschen Geld dahinter. Wir haben Förderer, zum Beispiel ist das eben hier die Fachstelle für Jugendmedienkultur in NRW. Dann aber natürlich auch das Forschungszentrum hier in Jülich, an dessen Ort wir das Ganze stattfinden lassen konnten. Dann natürlich Förderer, das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir eben auch noch zusätzlich drei Sponsoren gehabt. Das sind einmal die Adesso Insurance Systems, Rewe Systems und CodeCentric. Also auch für alle Menschen, die uns als Förderer, Partner oder einfach Unterstützer unterstützt haben. Dankeschön. Wer gleich sagt, wow, diese Projekte der Jugendlichen, die hauen mich ja absolut vom Hocker. Wir haben natürlich auch einen Freundeskreis, bei dem dann auch Erwachsene Mitglied werden dürfen und fördern dürfen. Kann man ja einfach mal vorbeischauen bei freundeskreis.jugendhakt.org mit der kleinen Spende. Uns auch dort unterstützen. Damit habe ich jetzt aber wirklich genug geredet und ich würde sagen, endlich mache ich die Bühne frei für die eigentlichen Akteurinnen dieses Wochenendes, die schon ganz gespannt da drüben sitzen und sich sehr freuen, ihre Projekte vorstellen zu dürfen. Und ich glaube, ich mache einfach mal den Platz frei. Ich stecke jetzt hier meinen Laptop ab und bitte die erste Gruppe auf die Bühne mit ihrem eigenen Laptop hierher zu kommen.